Normalerweise macht es eine Arzthelfer. Mir ist es wichtig, dass der DNS-Test in vertrauensvollen Händen ist. Ich gehe davon aus, dass Sie kein persönliches Interesse daran haben, den Test für Feli Marino zu manipulieren. Denken Sie, ich habe keine Berufsethos? Sehr gut. Immerhin geht es hier nicht um Peanuts. Tja, wer hat schon so viel Geld zu verschenken? Ich sehe schon. Wir verstehen uns. Es ist wirklich sehr schwer zu glauben, dass Sie und Feli Marino verwandt sein sollen. Ja, wir sind nicht verwandt. Der Test wird das beweisen. War Ihr Vater sterilisiert oder wie können Sie sich da so sicher sein? Mund öffnen, bitte. Nein. Jetzt nicht reden. Er war kein Heiliger. Ja, er hat es mit der Treue nicht sonderlich genau genommen. Aber eine Kneipenwirtin? Soweit ich informiert bin, waren Sie der aktuellen Kneipenwirtin gegenüber ja auch nicht ganz abgeneigt, oder? Dann ist ja Ihre Ex-Affäre womöglich die Halbschwester Ihrer Halbschwester. Das ist verrückt. Dieses alberne Theater hat sich zum Glück bald erledigt. Sobald die Testergebnisse da sind. Sie informieren mich umgehend, sobald das Labor fertig ist? Selbstverständlich, Herr Gerlach. Feli? Du weißt ja, wie es funktioniert. Mund öffnen. Karabiner? Oder weil Daniel Hansen immer noch hier ist? Mein Vater hat's mir erzählt. Ich echt so leicht zu durchschauen? Ich mach mir einfach Sorgen, Lisa. Ja, geht mir genauso. Die Menschen, die man liebt, die will man halt beschützen. Naja, ich will denen echt nicht zu nahe treten, aber ich hatte das Gefühl, dass zwischen dir und Isa mehr ist. Ist mehr. Zumindest was mich betrifft. Wobei es mir echt total schwer gefallen ist, mir das überhaupt einzugestehen. Wegen du. Gerade als ich Isa sagen wollte, dass ich sie echt gut leiden kann, sah auch der Ex-Mann auf. Das ist mal ein richtig beschissenes Timing. Und anstatt, dass er heute endlich in dem Flieger sitzt, ist er immer noch da. Und das offenbar auch noch ziemlich krank. Er ist nicht der beste Moment für dein Geständnis. Da kann ich verstehen, dass du deinen Frust an dem Karabiner auslässt. Du hättest auch verdient, die dumme Sau. Jetzt mal ehrlich, Lukas, ich meine, egal, was Daniel fehlt, es ändert nichts daran, was er Isa angetan hat. Stimmt. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Familienessen, ne? Nicht, dass du wieder kneifst. Ich hab nicht gekniffen. Aber Familientreffen? Ernsthaft? Ich hab keine Ahnung, was Isa in mir sieht. Ein Freund oder doch mehr? Weißt du, Lukas, du kriegst das vielleicht gar nicht so mit. Aber mir fällt schon auf, wie sie dich anstrahlt, wenn sie dich sieht. Für die Geburtstagsfeier brauchen wir unbedingt Blumen auf die Tische. Frau Wimmer hat nämlich angerufen und hat gesagt, bitte, bitte, ich brauche Blumen für meine Mutter. Alles klar, Blumen für Frau Wimmer. Oh, Prinzipessa. Und, wie ist es gewesen? Wir bekommen das Ergebnis vom Gentest in ein paar Tagen und wir können jetzt nur abwarten. Sehr gut, dann merkt dieses Tron so, dass wir die Wahrheit sagen. Dann setz dich, ne? Ganz ehrlich, ich würde mir mittlerweile wünschen, dass der Gentest negativ ist. Ich habe einfach keinen Bock, die Halbschwester von so einem Vollidioten zu sein. Soll ich dem Dreckskerl mal zeigen, wie sich ein richtiger wahrer Bruder verhält, hm? Nämlich so wie ich damals, als der Mose Bertel dich damals ausgelacht hat. Du meinst, als du ihm die Badehose geklaut hast und er mit nackten Hintern durchs Dorf rennen muss? Ja, lachen und essen ist sehr gesund. Deine Bratpfannkuchen-Suppe. Pfannkuchen. Genau, das sag ich doch. Probier mal. Ja. Buona? Mhm. Kannst du dich erinnern, als deine Hase tot im Käfig? Ja, ich kann mich erinnern.
Das war das Einzige, was ich damals essen konnte. Ja. Aber sie muss von Papa gekocht sein. Oh Gott, ich liebe euch alle so. Ihr seid die beste Familie, die man sich vorstellen kann. Und das sage ich nicht, weil diese Honk so ätzend zu mir ist, sondern ich habe mich immer so geliebt und geborgen und respektiert gefühlt bei euch. Und ich bin nur nicht so ein herzloses, unsympathisches Stück geworden, wie Julian es ist, wegen euch. Ach, Felia. Knock, knock. Ja. Ach, du meine Güte. Noch ein Patient? Ja. Ich glaube, ich habe ihn angesteckt. Dann hast du ja ganze Arbeit geleistet. Ist so wild. Wir sind noch bloß erkältet. Alles klar, Jungs. Schwester Sarah ist in der Haus. Ich hole euch jetzt erstmal ein paar Decken, ja? Hey, was ist mit euch los? Seid ihr krank, beide? Ja. Und man braucht hier irgendwas? So, da bin ich wieder. Hi, Marie. Hey, Sarah. Also, wird's auch gleich wieder warm. Bitte schön. Und einmal für den Kleinen. So. Ach, okay. Mensch, meine Lieblingsdecke. Das glaube ich doch. Oh, das würde ich nicht machen. Lieber Abstand, sonst ist die nächste, die flach liegt. Aha, und was ist mit dir? Ich bin abgehärtet, berufsbedingt. So. Jungs, jetzt gibt's gleich Tee mit Schuss. Dann wird das wieder, ne? Ja? Setz dich. Danke, dass du Daniels Akte freigegeben hast. Isa, es tut mir wirklich leid, dass ich dir nichts gesagt habe. Ja. Schweigepflicht, Patientengeheimnis, alles schön und gut. Aber du kannst mir doch jetzt sicher sagen, ob es hoffnungslos ist oder nicht. Bitte, Alexandra, mach's nicht so spannend. Ich weiß ja jetzt Bescheid. Du kannst also mit mir ruhig über die Diagnose sprechen. Oder am liebsten gleich über die Prognose. Okay, also die Option auf eine OP besteht. Allerdings mit einem großen Risiko. Gehirnblutungen. Es ist also möglich und auch sehr wahrscheinlich, dass es zu schweren neurologischen Ausfällen kommt und auch zu dauerhaften Störungen im Bereich Kognition, Hörvermögen, Motorik. Dann wäre Daniel danach im Pflegefall. Und das Risiko will er nicht eingehen. Außerdem hat er Angst vor den Folgebehandlungen mit Bestrahlung etc. Und es kann ihm ja auch niemand sagen, ob es tatsächlich am Ende erfolgsversprechend ist. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr viel für dich, aber Patienten mit einem Gehirntumor sind oft reizbarer und auch aggressiver als vorher. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Der Tumor könnte die Ursache dafür sein, dass Daniel mich geschlagen hat. Das ist gut möglich. So ein Glioblastom verändert das Verhalten und die Stimmung eines Patienten enorm, sodass er immer weniger er selbst ist. Aber Daniel bekommt jetzt Antikonvulsiva. Du weißt, was das bedeutet? Ja. Die Erregbarkeit von Neuronen im Gehirn wird unterdrückt und die Erregungsausbreitung im zentralen Nervensystem wird gehemmt. Genau. Damit sollte er seine Aggression im Griff haben.